Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und weil ich jetzt schon öfters gefragt wurde, wie kann ich denn Histologie merken, wie kann ich mir die einzelnen Schichten von der Haut, von verschiedenen Organen, von verschiedenen histologischen Präparaten einprägen, damit ich die Reihenfolge weiß, damit ich die konkreten Namen weiß. Und falls du gerade auch Histologie lernen möchtest und wissen möchtest, wie du solche histologischen Sachen dir einprägen kannst, auch langfristig, dann schau dir auf jeden Fall das Video an, denn hier geht es jetzt genau darum, wie du dir schnell und einfach Histologie einprägen kannst. So, wie kannst du jetzt vorgehen? Die eine Möglichkeit ist, du baust dir einen Gedächtnispalast zu deinen histologischen Präparaten, zu den einzelnen Schichten. Da ist es so, Gedächtnispaläste würde ich dann bauen, wenn das histologische Präparat recht komplex ist, wenn es aus vielen verschiedenen Schichten besteht und so weiter. Da wir auf unserem Channel aber schon sehr viel zu Gedächtnispalästen erzählt haben und da wir dazu schon sehr viele Beispiele und Videos aufgenommen haben, möchte ich dir heute mal eine zweite Variante zeigen, wie du dir mit der Geschichtenmethode zum Beispiel histologische Präparate und die Schichten von zum Beispiel Organen von der Haut dir einprägen kannst. Die Geschichtenmethode prinzipiell ist dann gut geeignet, wenn du dir nicht allzu viele Fakten einprägen möchtest. Jetzt so mal 5, 10 Schichten von einem Präparat, da geht es ganz gut. Wenn es aber dann einfach mehr Inhalte, mehr Details, mehr Fakten werden, dann würde ich immer Gedächtnispaläste präferieren. Also, in diesem Video möchte ich dir ein kleines Beispiel geben, wie du dir mit Hilfe der Geschichtenmethode die ersten Schichten von unserer Haut dir einprägen kannst und dir die Sachen dann auch langfristig merken kannst. Wie gesagt, das soll nur ein kleines Beispiel sein, aber ich denke, das wird dir zeigen und soll dir veranschaulichen, wie du wirklich ganz einfach die Geschichtenmethode auch bei solchen Themen, bei Histologie zum Beispiel, eben anwenden kannst. Prinzipiell ist es ja so, dass die Haut aus der Epidermis, der Dermis und der Subcutis besteht. In diesem Video möchte ich dir nur ganz kurz den ersten Teil, die Epidermis, beschreiben, wie die einzeln aufgebaut ist und den Rest könntest du dir dann selbst mal überlegen und selbst aktiv werden und dir den Rest mit deiner eigenen Geschichte, mit der Geschichtenmethode dann überlegen. Also, die obere Schicht, die Epidermis, ist folgendermaßen aufgebaut. Die erste Schicht heißt Stratum Corneum, die zweite Schicht Stratum Granulosum, die dritte Stratum Spinosum und die vierte Stratum Basale. So, und wie merken wir uns jetzt das Ganze mit der Geschichtenmethode? Geschichtenmethode, falls du das noch nicht kennst, man wandelt die Lerninhalte in Bilder um und verknüpft die einzelnen Bilder in einer Reihenfolge, in einer möglichst fantasievollen, übertriebenen, lustigen, verrückten Art und Weise und kann sich dann somit die Sachen gehirngerecht und dann eben auch langfristig merken. Okay, wie sieht es konkret aus? Als erstes willst du dir natürlich merken, was du dir mit dieser konkreten Geschichte überhaupt merkst. Und da ist es immer gut, sich ein Bild zu überlegen, was wir uns überhaupt in dem Fall merken. Das ist eben die Epidermis. Und dazu suchst du dir erstmal ein Bild. Epidermis klingt vielleicht wie Epizentrum und du stellst dir vor, wie du vielleicht in einem Epizentrum gerade stehst. Der Boden wackelt vor Erdbeben, es sind schon Häuser eingefallen, es ist überall Schutt und liegt alles in Schutt und Asche. Also mit dem Epizentrum merken wir uns Epidermis. So geht unsere Geschichte an, dass wir in einem Epizentrum stehen. Und dadurch, dass es überall das Erdbeben alles erschüttert, fallen lauter Körner von einem Getreidefeld alle zu Boden und die ganzen Ähren, die ganzen Körner fallen eben aus den Ähren heraus auf den Boden und rutscht vielleicht auf diesen Körnern aus. Körner wegen Stratum Corneum. Corneum wie Körner. Haben wir schon uns die erste Schicht eingeprägt oder gemerkt? Im zweiten Schritt wollen wir uns merken Stratum Granulosum. Du hast ja vielleicht schon gemerkt, alle Begriffe sind gleich aufgebaut am Anfang mit Stratum, Punkt, Punkt, Punkt. Und Stratum können wir auch verbildlichen. Stratum klingt wie Straße. Und wir stellen uns vor, dass das ganze Epizentrum und das mit den Körnern alles auf einer Straße passiert. Also wir stehen mit unserem Epizentrum auf einer Straße. Da haben wir jetzt die Körner vor uns. Und du könntest dir jetzt vorstellen, dass wir uns Granulosum merken, dass diese Körner von einem Gran lose einzeln wegtransportiert werden, weil überall natürlich diese Körner im Weg liegen. Und mit diesem Gran, der lose die Körner wegbefördert, merken wir uns Granulosum, Stratum Granulosum. Wie geht es jetzt weiter? Wir verwenden jetzt das letzte Bild unter unseren Gran und verbinden dieses Bild, mit dem nächsten Wissensinhalt. Und der nächste Wissensinhalt ist das Stratum Spinosum. Jetzt verknüpfen wir unser Bild von Stratum Spinosum, kannst du mal selbst überlegen, Spinosum klingt vielleicht wie Spinne. Jetzt stellst du dir vor, es ist oben kein normaler Kranfahrer in diesem Kran, sondern eine Spinne, die mit ihren 8 Beinen den Kran super manövrieren kann, weil sie sämtliche Hebel parallel und gleichzeitig mit 8 Armen ganz einfach steuern kann und ist da sehr flink.
Wie gesagt, je verrückter, je abgefahrener, je lustiger, vielleicht auch je brutaler die Sachen sind, umso besser ist es. Okay, jetzt haben wir uns schon die dritte Schicht gemerkt und die letzte Schicht könntest du dir so merken, Stratum basale, dadurch, dass die Spinne so viel, ja, Arme hat und da multitalentiert ist, spielt es währenddessen noch eine Bassgitarre. Und es ist so laut, dass alles bebt und erschüttert. Und jetzt wissen wir auch, jetzt schließt sich der Kreis wieder theoretisch, wir stehen ja am Anfang in einem Epizentrum und es ist dadurch verursacht, dass die Spinne so laut mit ihrer Bassgitarre Musik spielt und es ist vielleicht so quietschig, dass du dir die Ohren zuhalten musst. Okay, wiederholen wir ganz kurz die Geschichte. Wir haben uns vorgestellt, wie wir in einem Epizentrum stehen, vielleicht sogar auf einer großen, langen Straße, wo eben diese ganze Geschichte passiert. Vielleicht hat die Straße auch schon Risse, eben durch das Epizentrum, durch das Erdbeben. Also Epizentrum, unsere Straße. Auf der Straße waren lauter was gelegen? Körner, die mit einem Kran lose wegbefördert wurden. Der Kran wurde von einer Spinne gesteuert und gelenkt. Und diese Spinne hat Bassgitarre gespielt und das war eben der Auslöser für unser Epizentrum. Was haben wir uns damit also gemerkt? Nochmal kurz zur Wiederholung. Das Epizentrum steht für Epidermis, geht ja genauso an oder klingt so ähnlich. Also wir gehen bei dieser Geschichtenmethode oft phonetisch vor, dass du dir überlegst, wie klingt so ein Begriff und an was erinnert dich dieser Begriff, wenn du den so hörst und diese Bilder nimmst du dann oder baust du dann in deine Geschichte ein. Okay, also Epizentrum für Epidermis, dann wissen wir, okay, es handelt sich hier um die Epidermis, die einzelnen Schichten, die wir uns dazu einprägen möchten. Jetzt haben wir uns die Straße noch vorgestellt. Straße eben, dass du als kleine Hilfe oder Merkhilfe noch weißt, okay, die Begriffe, was jetzt kommen und alles weitere passiert auf der Straße, heißt eben Stratum wie Straße. Okay, dann auf der Straße waren die Körner für Stratum corneum wie Körner. Im zweiten Schritt haben wir uns den Kran, der lose die Körner befördert hat, Stratum granulosum, eben Kran, der lose die Körner, ja, beseitigt hat, granulosum, Stratum granulosum. Wer war oben drin gesessen? Die Spinne für Stratum spinosum. Okay, und das letzte eben, Stratum basale wegen der Bassgitarre, die eben die Spinne in diesem Kran, ja, gespielt hat. Und so könntest du jetzt die Geschichte weiter fortführen. Jetzt könntest du dir ein Bild für Dermis überlegen. Jetzt geht es auf der Straße vielleicht weiter. Du wandelst auch die weiteren Schichten in Bilder um und baust diese Geschichte aus. Wichtig ist dabei, dass du gerade bei den Schichten in Histologie, musst du ja auch die Reihenfolge wissen, dass du wirklich ganz stringent das erste Bild mit dem zweiten Bild verknüpfst, das zweite mit dem dritten und so weiter, wie wir es gemacht haben. Wir haben ja auch nicht den Bass mit den Körnern irgendwie verknüpft, sondern die Geschichte geht ganz linear mit dem ersten Bild los, verknüpft mit dem zweiten und verknüpft wirklich immer das letzte Bild mit dem nächsten Bild, das kommt, dass du eben die Reihenfolge wirklich auch drauf hast, nicht durcheinander kommst, Sachen verwechselst und so weiter. Und so kannst du es jetzt einfach mal für den Rest der ganzen Hautschichten ausprobieren. Schreib gerne mal, wie es für dich funktioniert hat, auch wenn du selbst vielleicht dann dir so die Geschichte weiter überlegt, ausgebaut hast. Das Problem ist noch, das will ich auch ganz kurz sagen, bei der Geschichtenmethode ist es so, wenn du dir jetzt 20 Sachen einprägen möchtest oder 30 und dann noch einzelne Fakten zu den einzelnen Schichten, dann wird die Geschichte so ein bisschen overwhelming, sage ich mal, mit so viel Details, so viel Bildern, du weißt dann nicht mehr genau, wie geht die Geschichte weiter, was ist da alles passiert. Dann würde ich auf jeden Fall, wie am Anfang schon erwähnt, wirklich lieber mit Gedächtnispalästen lernen, weil da ist es egal, wie viel Wissen, ja, dann kommt oder wie viele hunderte Fakten du dir ja einprägen musst zu einem bestimmten histologischen Präparat. Aber wenn es eben weniger Lerninhalte sind, vielleicht ein kleineres histologisches Präparat oder du dir nur die einzelnen Schichten einprägen möchtest, die vielleicht mal 15, vielleicht auch mal 15 sind, aber das ist dann schon die Obergrenze, wo es dann eben mit der Geschichtenmethode ein bisschen kritisch wird. Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Ausprobieren. Sag gerne, wie du so kleine Beispiele und Videos findest. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, wenn es für dich geklappt hat, wenn du immer informiert bleiben möchtest, wenn neue Videos ja kommen. Und wünsche dir jetzt weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Lernen und viel Spaß beim Ausprobieren und Anwenden der Geschichtenmethode. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.